In diesem Video möchte ich Ihnen die Welt der rekursiven Funktionen vorstellen. Um das zu bewerkstelligen, Ihnen das zu erklären, brauche ich ein Beispiel. Sie kennen vielleicht die Fibonacci-Zahlen. Die Fibonacci-Zahlen sind so definiert, dass die Fibonacci-Zahl von 0 eine 0 ist, die Fibonacci-Zahl von 1 eine 1 ist und alle anderen Fibonacci-Zahlen sind definiert als die Summe der zwei Fibonacci-Zahlen davor. Und das spricht tatsächlich bereits nach einer Rekursion. Das heißt, ich kann von einem bestimmten, wenn ich die Fibonacci-Zahl von 8 berechnen möchte, dann kann ich das nicht direkt tun, sondern ich brauche erstmal die Fibonacci-Zahlen 6 und 7. Die 6 braucht die 5 und die 4 und so weiter und so fort. Das nennt man Rekursion, indem man immer wieder etwas anderes berechnen muss, bis man an einer bestimmten Grenze stößt. Diese Grenze ist für uns die Fibonacci-Zahlen 0, eben die 0, und die Fibonacci-Zahl der 1, eben die 1. Das ist unser Ende der Rekursion. Also, was habe ich mir hier vorbereitet? Da ist eine Funktion fn, die eben nicht rekursiv ist. Das heißt, grob gesagt, versucht sie Folgendes zu machen. Wenn ich eine 0 als Fibonacci-Zahl berechnen möchte, oder die 0. Fibonacci-Zahl, dann gibt mir diese Funktion direkt die 0 zurück. Wenn das eine 1 ist, dann gibt sie mir eine 1 zurück. Und sonst muss ich mir immer merken, was war meine letzte Fibonacci-Zahl, um sie immer wieder dazu zu addieren. Diese Schleife hier, die geht von 1 bis n exklusive und sie berechnet eben immer wieder diese Addition dazu zu nehmen. Und zwar muss ich mir auch immer merken, was war sozusagen die Fibonacci-Zahl davor, was ist meine jetzige Fibonacci-Zahl und so weiter. Jetzt habe ich mir auch hier drei Tests vorbereitet für Fibonacci-Zahl 2, 10 und 12. Wenn wir das jetzt laufen lassen, ist der Output ein bisschen größer, deswegen scrollen wir es jetzt ein bisschen. So, hier ganz oben haben wir die Fibonacci-Zahl von 2 ist eine 1. Ist das wahr? Also, die Fibonacci-Zahl von der 0 war eine 0. Die Fibonacci-Zahl von der 1 war eine 1. Die nächste Fibonacci-Zahl wäre die zweite Fibonacci-Zahl. Und das ist die Summe, die 2 davor, das heißt von der 0 und von der 1, also ist wieder 1. Die Fibonacci-Zahl von der, und hier bei dem nächsten Text können wir sogar noch besser sehen, die Fibonacci-Zahl von 10. Die Fibonacci-Zahl von 2 sind wir bereits einer Meinung, das ist eine 1. Die Fibonacci-Zahl von 3 ist eine 2, weil sie eben die 2 Einsen davor addiert hat. Und jetzt ist es ganz schön sichtbar, die 1 und die 2 macht die 3, 2 und 3 macht die 5, 3 und 5 macht die 8 und so weiter und so fort, bis zur 10. Fibonacci-Zahl, die 55 ist. Die 12. Fibonacci-Zahl wird ähnlich, genauso berechnet, nur eben, dass wir ein bisschen weitergehen. Das ist alles schön und gut, allerdings ist der Code tatsächlich nicht ganz trivial. Man kann schnell durcheinander kommen, wo kann man jetzt summieren, wo ist welche meiner Fibonacci-Zahlen und so weiter. Und die Definition von einer Fibonacci-Folge ist letztendlich diese Rekursion. Das heißt, von den letzten zwei Fibonacci-Zahlen, bis ich eben an diese Rekursion Ende stoße, nämlich 0 und 1. Deswegen hat man auch, weil es eben solche Funktionen sehr viele gibt, rekursive Funktionen ermöglicht. Rekursive Funktionen sind eigentlich nichts Besonderes. Das ist eine Funktion, die sich selbst aufrufen kann. Ich weiß nicht, ob es manche von Ihnen das schon bereits gemerkt haben, das kann man machen. Und die Rekursion muss man aber unbedingt irgendwo auflösen, sonst wird sie nie enden. Man kommt wieder in eine Endlosschleife, diesmal in eine Rekursionsschleife nennt man das und nicht eine Endlosschleife. Wir probieren es mal. Def, diesmal benennen wir das Fib. Moment. Und dann brauchen wir wieder einen Parameter, der eben die welche Fibonacci-Zahl wir berechnen wollen, angibt. Und jetzt werde ich mir erstmal diesen Code hier leihen, weil das ja genau das gleiche ist. Die Prints werden wir diesmal rauslassen, damit Sie auch sehen, wie schön kurz der Code wird. So, und jetzt muss ich nur Folgendes machen. Return fib von num minus 1. Plus fib von num minus 2. Das war's.
Das heißt, diese ganze Berechnung, die mir ganz ehrlich gesagt einiges an Gehirnschmalz gekostet hat, um das hinzukriegen, das kann ich jetzt in einer einzigen Zeile ausführen. Hier muss man natürlich auch NaN anpassen, sonst funktioniert das nicht. Jetzt meckert er hoffentlich auch nicht mehr. Genau, und jetzt probieren wir es doch mal aus. Wir hatten die Fibonacci-Zahlen bereits hier berechnet mit der nicht-rekursiven Funktion. Und jetzt werden wir genau das Gleiche mit der rekursiven Funktion machen. Wir wissen bereits, was es für Werte waren. Und was sehen wir hier? Wir bekommen genau die gleichen Ergebnisse wie davor. Nur der Code ist jetzt wirklich bedeutend einfacher und leserlicher. Natürlich ist es für Anfänger nicht ganz ersichtlich, was wir mit diesen rekursiven Funktionen da machen. Und man muss sich da ein bisschen reindenken. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel jetzt die Fibonacci-Zahl von, machen wir es einfach, von der 2 ausrechne, dann wird diese Fibonacci, dieser Aufruf wird in zwei anderen Aufrufen sozusagen aufgeteilt, weil ich hier nochmal von innerhalb dieser Funktion einmal die Fibonacci-Funktion aufrufe und ein zweites Mal. Aber mit anderen Parametern. Und so nähere ich mich letztendlich auch an diesem Rekursionslimit. Das heißt, jetzt rufe ich Fibonacci nicht mehr mit 2 auf, sondern mit 1. Und das ist klar und deutlich definiert. Da ist keine Rekursion mehr, das ist Rekursionsende. Und hier rufe ich Fibonacci mit 2 minus 2, das heißt 0. Und das ist auch sehr gut definiert, nämlich mit der 0. Das heißt, beide diese Aufrufe geben mir das eine, das hier, das erste, gibt mir eine 1 zurück und das hier gibt mir eine 0 zurück. Und jetzt kann ich es direkt berechnen. 1 plus 0 ist gleich 1, Return, fertig. Natürlich kann es sein, dass ich sehr oft rekursiv iteriere. Das bedeutet, ich gehe richtig tief in die Rekursion rein. Wenn ich zum Beispiel eine Fibonacci-Zahl von 1000 berechne, dann wird er über 1000 Mal in diese Rekursion reingehen. Das ist aber prinzipiell kein Problem. Es kann natürlich sein, dass wenn Sie es mit sehr großen Zahlen versuchen, dass Ihr interner Puffer irgendwann sagt, nee, das kann ich nicht mehr oder das möchte ich nicht mehr. Aber das können Sie zu Hause selber ausprobieren. Dankeschön.